Herzlich willkommen, liebe Linux-Freunde, hier bei GTux TV. Und wie ihr seht, wir spielen The Witcher 2 in einem neuen Angespielt. Ja, ich war mir nicht ganz sicher, ob ich dieses Spiel hier mit reinnehmen soll oder nicht, denn es ist ja keine wirkliche native Portierung. Es benutzt ja einen Wrapper. Aber da es nun mal die offizielle Linux-Version ist, dachte ich mir, können wir auch ruhig ein Angespielt dazu machen. Ich könnte ja auch, wenn ich es hätte, ein Angespielt jetzt zu zum Beispiel System Shock 2 machen oder wenn es doch bei Steam verfügbar wäre, Limbo. Das sind ja die offiziellen Linux-Versionen, auch wenn sie nicht ganz nativ portiert wurden. Naja, meine Gedanken zu dieser Portierung, ich habe da meine ganz persönlichen Gedanken zu, die möchte ich aber auch keinem aufdrängen. Deswegen würde ich sagen, wir starten einfach mal ein neues Spiel. So. Ja, Spielstände von Witcher 1 habe ich nicht, das gibt's nicht für Linux. Vielleicht portieren sie das nochmal irgendwann nach. Wahrscheinlich auch mit dieser komischen Wrapper-Technologie. So, ein neues Spiel starten. Ach komm, wir wollen kein Tutorial beginnen, oder? Abbrechen. So, einfach, schwer, dunkel, wahnsinnig. Ich denke mal, normal reicht uns, oder? Ein rundes RPG-Erlebnis. So, wie ihr schon seht, das ganze Spiel ist sehr schön eingedeutscht. Also auch mit Sprachausgabe und allem, das werdet ihr gleich noch alles sehen. Also gefällt mir zumindest von diesem Standpunkt aus sehr. So, jetzt kommt erstmal gleich das Video. Wahrlich, nichts ist widerlicher auf Erden als jene Monster, welche da Hexer geheißen. Sie sind doch fürchterlich, ich will das gar nicht vorlesen. So. Was wird uns jetzt hier wohl offenbart? Aber ich würde sagen, wir sind ja nicht hier, um das Video zu gucken. Das könnt ihr ja selber machen. Das Spiel ist ja bei Steam momentan sehr günstig zu kriegen. Das brechen wir einfach mal ab. So, jetzt kommt noch eine Zwischensequenz. Oder wie? Ah, Ingame-Grafik. So, das brechen wir auch einfach mal ab. So, hier. Rechte Maus hat zu überspringen. So. Kerker der Burg La Fallette. 3 Tage nach der Schlacht. Das bin also ich. Sechsen. Komm zu Papi. Kacke. Ha, 20 Orins für den. Da hänge ich. Orins ist also die Währung in diesem Spiel. Das guck muss man mal, sich vielleicht schon mal merken. Ja, ich bin wach. Du Irrer, geh da nicht rein. Ach, Klappe, der ist doch gefesselt. Er tut schon nichts. Oder, Meister Geralt? Was für ein Name? Geralt. Würfel nochmal. Wieso? Die Würfel haben sich nicht bewegt. Ach, ich bescheiße. Nimm das zurück. Ja, du bescheißt. Guck, er ist aufgewacht. Ja, ich war gerade schon wach. Monsterjäger. Man sehe und staune. Ein gewöhnlicher Drecksack. Es heißt Hexer. So, das überspringen wir auch. Jetzt kommt... Ach, hier sitze ich hier am Tisch. Mahlzeit. So, das überspringen wir auch. Wir wollen ja spielen. Ach, jetzt muss ich hier Dialoge wählen. Fick dich ist doch immer gut, oder? Fick dich. Genau. Wie schroff. Nach all unseren Abenteuern. Damals standen wir auf derselben Seite. Heute sitzen wir uns gegenüber. Das könntest du ändern. Erzähl mir alles, die ganze Erstürmung. Und wenn ich mich weig, dann klopfe ich dich weit. Ja, ja, das überspringen wir alles. Schön, fuck, gleich weiter. Oh Mann, hör auf zu labern. So. Der König hat mich heute Morgen zu sich rufen lassen. Dass das klar ist. Ich war der Letzte, der diese Schlacht wollte. Aber zu Volltest sagt man nicht nein. Oh, jetzt geht's ans Spiel. Oh, ich sehe einen nackten Mann.
Und eine nackte Frau. Oh, das gefällt dir, oder? Titten! Hexer, bist du wach? Ja, man kann doch wohl mal anklopfen. Sauerei. Ja, die ganzen Dialoge, das wollen wir alle gar nicht sehen. Wir wollen ja das Spiel sehen. Ich glaube, ich erwarte auf hin. Träum. Die Leute bei. Wir werden. Es ist. Ich komm. So. Können wir jetzt endlich spielen? Zumindest kann ich mich bewegen. Das ist schon mal viel wert. So. Sieht auch gar nicht so hässlich aus, das Spiel. Wenn es im Wesentlichen so rund laufen würde. So. Gehen wir mal hier raus. Willkommen im Prolog. Also die Grafik ist wirklich schön. Ich weiß gar nicht, wie viele Frames pro Sekunde ich hier habe, weil das Spiel ist 3 Jahre alt und mein Rechner ist auch schon ein bisschen älter. Ich glaube, 2 Jahre ist der auch schon alt. Aber trotzdem müsste es auf hohen Einstellungen einigermaßen flüssig laufen normalerweise. Aber da dieses Ganze ja so eine Art Wine benutzt, ja, ein bisschen anders ist die Technik schon, aber es ist noch nicht ganz rund. Also man hat zwar versprochen, dass das Ganze noch ein bisschen gepatcht und optimiert wird, aber da glaube ich nicht so wirklich dran. Denn die Firma, die mit dem Port beauftragt wurde, die hat in der Vergangenheit auch diverse Portierungen für macOS gemacht. Und die waren allesamt, wenn man den Forum-Einträgen glauben kann, allesamt sehr schlecht, was die Performance angeht. Deswegen habe ich jetzt für die Linux-Version von Witcher 2 nicht unbedingt die besten Hoffnungen. Aber ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren. So, wir gehen einfach mal ein bisschen rum. Ich kann mit F5 selber speichern. Okay, also so eine Art Tutorial ist das hier. Von Unterhosen geschützt werden. Was? Unterhosen? Magischen Amulett. Ha! Ich wette, du schlägst die Lavalettes in die Flucht. Ich muss sterben. Wir laufen hier einfach mal so ein bisschen rum. In der Zeit könnt ihr ihn noch ein bisschen erzählen. Gegenstände verwenden. So. Herhören jetzt. Wir ziehen gleich in den Kampf. Das wird ein netter kleiner Krieg, während sich die Ritterschaft. So, ein paar Gewürze aufnehmen, wa? Schnurstracks in die Stadt. Aber Feldwebel, da ist ein Fluss dazwischen. Diese Trevoker hauen ja ganz schön. Deshalb haben wir doch die ganze Woche lang Flöße zusammen. Zu Hause sitzen sie jetzt. So, das nehmen wir auch noch mit. Damit werden wir zur Stadt versetzt. Und noch mehr. Plan hat unser allergnädigster König Volkes. Deine Anwesenheit beleidigt die Götter. Sie werden sich in der Schlacht von uns abwenden. Was soll das denn heißen? Meine Anwesenheit beleidigt die Götter. Arschloch. So, wir gehen einfach mal ein bisschen näher. Wie gesagt, das ganze Spiel wurde mit einem Rapper portiert. Also sowas wie Limbo auch. Das wurde ja damals mit Wine gemacht. Oder mit Crossover in dem Fall damals. Ich kann die Entwickler schon verstehen, dass man für ein 3 oder 4 Jahre altes Spiel nicht unbedingt noch eine Nachportierung machen möchte. Das rechnet sich wahrscheinlich finanziell gar nicht und ist somit nicht wirtschaftlich. Aber da die Entwickler, die diese Portierung angefertigt haben, ja auch für macOS schon keinen so guten Ruf haben, ich verstehe nicht, wieso man sich dann trotzdem wieder an die gewandt hat. Das sieht schön aus da hinten, ne? Sei unbesorgt, Gesandter, wir sind hier nicht in Reichweite der Schützen. Ganz offen, Majestät. Mahlzeit, König, ich will auch ein bisschen mit dir reden. Oh, jetzt kommt eine Zwischensequenz. Endlich! Die Verräter des Königreiches machen schon den Teer in den Töpfen heiß und du schwatzt mit der königlichen Ratgeberin. Wie kann ich euch helfen, Majestät? Wir stürmen. Da bin schicke ich Augen hat er, wa? Folgt mir. Sehen so ein bisschen aus wie ist er, Sauron. Und was werfen die denn? Sir, sie sagten, wir wären außer Reichweite. Das war eine Balliste, Gesandter. Wurfarm mit erzenen Federplatten und Rosshaarsehnen. Sie kann schwere Geschosse 2000 Schritt weit schleudern. Eine tödliche und sehr wertvolle Waffe. Erfahrene Besatzungen schaffen 2 Schuss pro Minute. Aber das Ding hat eine Schwäche. Majestät, begibt euch in Deckung. Der Wurfarm erzeugt einen solch gewaltigen Rückstoß,
dass er die Balliste verschiebt. Man kann nicht zweimal dieselbe Stelle treffen. Euer Majestät verstehen sich auf militärische Ingenieurskunst? Oh nein. Ich schenkte die Balliste vor 2 Jahren der Baronin. Zum Geburtstag. Majestät. Was hältst du von... Sowas macht man also damals? Kriegsgerät verschenken? Was halten Majestät von Soldaten, die solche Wunden schlagen? So, das müssen wir jetzt auch mal überspringen. Ich will spielen, ich will kämpfen, ich will schnetzeln. So. Verzeiht meine kühne Frage. Das sind keine Bankerte. Eure Vergebung, allergnädigster Herr. Erbrecht, das kann mir mal durch die... Bankerte, das ist, glaube ich, so ein Fremdwort für uneheliche Kinder. Nicht recht im Sinne. Ada lebt. Ich verstehe. Diese Unterredung ist beendet. Schwarzhaar. Was immer er gesagt hat, nicht nun ja. Sehr. Seine Exzellenz troff vor Angstschweiß. Aber das bleibt unter uns. Dein Humor ist noch da, wie ich sehe. Gibt es was? Nichts Neues. Meine Leute haben auch nicht viel erfahren. Bleib bei mir. Später kannst du deiner... Danke, Majestät. Wohin schießt ihr denn, ihr Trottel? Soldat? So, jetzt muss ich den hier irgendwie anvisieren. Wie nehme ich denn mal hier den hier? Haben wir ihn erwischt? Weggeduckt. Wir haben immer noch nicht so richtig gespielt. Das ist alles noch sehr erzählungslastig. Das ist natürlich jetzt schade. Wir wollen mal sehen, wie das Spiel so wirklich ist. Also wie es sich dann so verhält. So, jetzt kann ich ein bisschen rumlaufen. Das ist jetzt natürlich keine große aussagekräftige Szene für die Grafikleistung und allgemein für die Performance des Sports. So im Innenbereich, der läuft es ja meistens eh ein bisschen flüssiger. Wenn sie vor ihrem König niederkniet. Sehr großmütig. Du spottest. Einerlei. Ich bin sicher, dass Luisa ihren Fehler... Ich gehe einfach mal ein bisschen vor. Und außerdem brauchen die Kinder ihre Mutter. Ich kann nicht ganz folgen. Ach, Hex. Ja, schön, dass mit dir mal am Reden ist die ganze Zeit, obwohl ich schon so weit vorgehe. Sie wollte Dinge von mir, die ich ihr nicht geben konnte. Verstehst du? Vermutlich. Gleich kamen Leute wie Echeverry gerannt. Ebe so einfühlsam. Steckt mir, der böse König wolle ihr die Kinder nehmen. Sie könnten sie schützen, vielleicht auf den Thron setzen. Weiter, Hexer! Wir steigen ganz hinauf! Ja, ich bin schon unterwegs. Doch mir fehlt ein Weiber schon. Weiter, Hexer. Jetzt singen die auch noch. Ganz hinauf. Kann ich endlich fröhlich sein. Die Baronin ließ sich beschwatzen. Jede Mutter täte das. Natürlich ging es den Herren nur um ihre Eier. Oh. Die Schwächung der Krone. So, sind wir jetzt schon ganz oben? Weg von mir, weg von mir. Warum? Gruß euch, Soldaten. Ist das eine Falltür? Könnt ihr benutzen? Verdammt und eins, wohin ziehen wir? In den Kampf! Verdammt und eins, wofür kämpfen wir? Für den Sieg! Verdammt richtig, los! Ja, ich will jetzt auch kämpfen. Achtung, wir sind fast da. Alle Mann an die Waffen! Endlich, an die Waffen! Wie toll. Er sollte diese. Ich habe quasi nur Schluss. Zwischensequenzen angeguckt. Seit der ein... Fast. Tag der Erstürmung am Nachmittag. Jetzt aber, komm. Meld die. Ich will das gar nicht sehen. Finn.
Lebt wohl ist immer gut. Ich gehe. Ich zähle auf dich. So, was ist jetzt? Warum bleibt das jetzt stehen? Das Spiel ist abgestürzt? Oh, nee, doch nicht. Äxte! Bewegt eure Ärsche! Passt bloß auf Fenn auf, der ist irre. So, die probieren jetzt also das Tor da einzuhauen. Und ich soll einen Weg in den Tempel finden. Dafür habe ich ja hier meine Karte. Aber auf der Karte ist nicht besonders viel eingezeichnet. Okay. Zumindest kann ich raus und rein zoomen. Auch sehr schön gestaltet, ne? Und sich Mühe gegeben. So, jetzt kann ich hier zum Beispiel... Hier kann ich irgendwie Zauber erlernen. Oder verbessern Fähigkeiten, halt Rollenspielelemente. Ich kann sogar das HUD ausmachen. Dann sieht man das ein bisschen schöner. Ich finde die Grafik auch echt nicht schlecht. Wenn es ein bisschen runterlaufen würde, würde mich das mit dem Rapper auch gar nicht so stören. Aber ja, wir gehen jetzt einfach hier runter. Man kann aber zum Beispiel hier nicht springen. Also, wenn man jetzt denkt, es wäre eine Open World, wo man einfach hier zack hier runterspringen kann, ist nicht. Wege sind vorgegeben, leider. Aber ich denke, das ist etwas, woran man sich gewöhnen wird mit der Zeit. Okay, aktiviere das Medaillon mit Y. So, was hat er jetzt gefunden? Dann leuchten so Sachen immer auf, die ich dann benutzen kann. Hier zum Beispiel, das leuchtet so komisch orange. Die Kräuter hat er mir jetzt markiert. Der König bestimmt, was mit euch geschieht. Faltest ist gnädig, er wird vergeben. Was macht er denn da? Schießt, zielt auf die Zivilisten? Was bist du für einer? Du solltest dich hier nicht rumtreiben, Hexer. Das ist militärisches Sperrgebiet. Wir sind doch so viele Kerle des Königs. Und das wegen eines Frauenzimmers. Aber da oben auf meiner kleinen Minimap, das ist ein grüner Punkt. Ich denke mal, da muss ich hin. Dann gehe ich da mal hin. Oh Götter, Hilfe! Was? Arschloch. Was habt ihr mit ihr gemacht? Maul halten! Ihr zahlt jetzt deine Kriegssteuer. Komm. Diese Leute sind unbewaffnet. Scher dich hier weg und misch dich nicht ein. Raus hier oder ich bringe euch um. Verschwindet entweder jetzt oder gar nicht mehr. Euer Fleisch gebe ich den Streunern. Kommt, gehen wir. Das ist ein Mörder. Los. Herr, wir danken dir. Danke. Ja, aber Hilfe hat ihren Preis. Ich helfe Leuten, weil ich davon lebe. Das wissen wir. Also dann, nimm diese Börse hier. Ich bin schon ein Arschloch, ne? Erst helfe ich ihn und dann nehme ich ihnen ihr letztes Geld weg. Ich habe gesehen, wie man sie und die anderen zusammengetrieben hat wie Vieh. Viel Glück. So, gehen wir wieder raus. Jetzt habe ich mir schon seine Kohle abgenommen. Ah, jetzt hier ein neues. Hier ist irgendwas. Sprich mit dem Anführer der Soldaten. Wer ist denn wohl der Anführer, der am schicksten aussieht? Hier komm, du bestimmt. Du hast hier nichts zu suchen. Lass die Leute in Ruhe, genau. Lass die Leute in Ruhe. Sie sind unschuldig. Das sind keine Leute. Das ist Lavalette Satansbrut. Unkraut, das sich ausbreitet, wenn man es nicht mit Stumpf und Stiel ausrottet, sodass es nicht mehr nachwachsen kann. Verrat verbreitet sich wie eine Seuche. Darum kommt hier keiner lebend raus. Und du? Misch dich da nicht ein. Ich lasse nicht zu, dass ihr... Zumindest die Inszenierung ist sehr gelungen, finde ich. Was willst du denn machen? Dich töten. Ich habe Zeugen, dass ich dir nicht ans Leben wollte. Zeugen? Was willst du denn mit Zeugen? Ich werde dich jetzt einfach mal kaputt schnetzeln. Also mit E kann ich blocken. Watz, watz. Ah!
Oh, ich kann sogar ein bisschen zaubern. Oh, du hast gewonnen. Verschone mich. Könnte ich jetzt trotzdem umbringen, das wäre jetzt toll. Raus aus dem Haus. Und Finger weg von den Leuten. Tür freiräumen! Ich werde hiervon Bericht erstatten. Tu das. Berichte, wem du willst. Brennt nur ein einziges Haus nieder oder fasst eine Frau an und der König selbst wird von euren Untaten hören. Ich bin schon so ein kleiner Badass, ne? So, irgendwer klopft doch hier. Hier? Nee, scheint auf noch eine Tür weiter zu sein. Kannst du mal weggehen? Hi Leute. Ich hab euch gerade gerettet. Ihr seid frei. Hab Dank, Herr. Ich rechne mit einer Bezahlung, ja. Dank macht mich nicht satt. Wir sind arm, Herr. Soll ich eure Taschen umdrehen? Das sind so Entscheidungen wahrscheinlich. Die haben, wie ich gelesen habe, also alles, was man so an Entscheidungen trifft, hat auch Auswirkungen auf den ganzen Spielverlauf. Also es gibt auch diverse Enden. Hinten, ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, bis zu 15 verschiedene Enden gibt es, die man erleben kann. Bam! In den Magen. Soll ich eure Taschen umdrehen? Jetzt gebt mir euer Geld. Das ist alles, was wir haben. Ich schwöre. Alles reicht mir. Alles reicht mir, yo. Ja, jetzt hassen sie mich. Egal. Was? Ja, jetzt kann ich auch nichts mehr tun. Schade. Dann gehe ich mal wieder raus. Sie haben uns alles genommen. Lässert ihr jetzt hör mich? So, da oben ist noch so ein grüner Kreis. Hier irgendwo. Vielleicht hier drin. Oh, Kohle. Hier liegt überall Geld rum. Warum kommt da Gras durch die Wand? So, was haben wir hier? Haben wir eine Kiste? Diamantenstaub. Eine verschlossene Tür. Ich muss also einen Schlüssel finden, mit Sicherheit. Sonst gibt es hier drin nichts. Ja, hör auf zu heulen. Zack, Licht aus. Ich gehe hier unten einfach mal weiter. Oh, da kann ich wieder kämpfen. Was? Bin ich gerade gestorben? Scheiße. Ich bin gestorben. Ich bin so gut. Aktuellen Spielstand laden, ja. Gucken, wo ich gespeichert habe. Ich speichere zum Glück automatisch. Aber wo? Ach, nach den Frauen hier. Was wird jetzt aus uns? Gut, ich würde sagen, mit diesem angespielt ist da mal genug. Ihr habt jetzt ein bisschen was vom Spiel gesehen. Es läuft hier, seht auch nicht so wunderbar. Also, alles was es hier an Performance-Einbußen gibt, das ist jetzt nicht meine Schuld, sondern liegt an dem
wirklich miserablen Port. Was war das denn? Finische? Habe ich jetzt alle getötet? Ja. Ich bin so gut. So. Also. Das war's mit diesem Angespielt von The Witcher 2. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Das Spiel ist, glaube ich, bei Steam momentan sehr günstig zu haben. Ich glaube, 4 Euro. Ihr habt ja mal das Video halt guckt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, ich bin raus. Euer PlayX. Tschüss.